Willkommen zurück. Da sind wir wieder mit einem echt gemeinen Deck, möchte ich behaupten. Oder eines der gemeineren Decks, ist natürlich völlig legitim. Aber wir spielen Dinglu. Und Dinglu kann ganz viele Fähigkeiten blockieren. Zum Beispiel das von Espinodon, damit er keine Energien mehr beschleunigen kann. Und ja, das wäre im Prinzip auch der Plan. Mal schauen, wie gut das aufgeht. Von daher brauchen wir auch ein bisschen Glück, dass wir Schadensmarken auf die gegnerischen Pokémon relativ schnell drauf bekommen. Und selbst dann, gibt auch Decks, die auch gut ohne Fähigkeiten auskommen. Interessant. Haben halt nicht eine einzige Energie. Fangen wir jetzt an. Ich habe das gar nicht richtig im Schirm. Mein Gegner ist am Zug. Okay. Wir können dann gleich mit der Forschung des Professors arbeiten. Der Gegner hat eine Kampfschwäche. Das ist extrem hilfreich. Aber ich glaube, mir hätte es sogar besser gefallen, wenn wir angefangen hätten. Auch wenn ich keine einzige Energie habe, aber dann könnte er jetzt mit dem Reiz schon nicht schon mal direkt Energien beschleunigen. Wenn da noch ein elektrischer Generator heißt die Karte. Wenn da noch ein elektrischer Generator dazukommt, könnte unser Dinglu vielleicht direkt besiegt werden. Das wäre sehr bescheiden. Mein fliegendes Pikachu. Wenn da noch das VMAX kommt, habe ich ein Problem. Da kommt ein elektrischer Generator. Und da kommen auch Energien, das würde er nicht so lange brauchen. Da ist schon eine Energie am fliegenden Pikachu, das macht es viel schlechter für uns. Da kommt jetzt eine zweite Energie durch Raichus Attacke, die er gleich in der ersten Runde einsetzen kann. Schade. Aber was würdest du machen? Er braucht vier Energien, um Sardinglo zu besiegen. Das ist einfach nicht gut für uns. Erstmal versuche ich, noch weitere Pokémon rauszukriegen. Oder vielleicht mit Cavaloro direkt arbeiten, das wäre super. Wir holen uns auf alle Fälle noch ein weiteres Ding, du. Wobei, ich höre erstmal noch das Simsala. Dann holen wir uns ein weiteres Ding, du. Wir kriegen leider nicht das mit dem schönen Muster, schade. Einen Platz möchte ich freilassen. Ich setze den Nestball. Nee, ich setze ihn nicht ein. Damit da der Platz frei bleibt. Wir kriegen eine Energie beschleunigt. Großartig. An der Stelle besser wird es mit der Forschung des Professors nicht. Dann nehme ich mir Cavaloros Fähigkeit auf. Für die nächste Runde können wir so noch eine Energie loswerden. Wir werfen hier eh gleich wieder viele Karten weg. Wird schon passen. So kann ich schon mal Schadensmarken hier verteilen. Dass wir das Miraidon für die nächste Runde blockieren und auch schon mal auf das Vati Schadensmarken drauf bekommen. Dass vielleicht da gar nicht erst irgendwas möglich ist bei dem Gegner. Bin im Überlegen, das Resladero in die aktive Position zu legen. Nur kann ich dann seine Sachen nicht blockieren. Möchte ich aber auch, glaube ich, nicht. Der soll ruhig Miraidons Fähigkeit einsetzen. Ich kriegt dann vielleicht nur eine Schadensmarke, nicht eine Preiskarte genommen, wenn er das Resladero nur besiegt. Er kriegt aber weitere Pokémon auf die Bank, sodass ich mit dem Befehl vom Boss dann ihm mehr Preiskarten nehmen kann, auch wenn ich an dem Pikachu VMAX vielleicht nicht vorbeikomme. So der Plan zumindest. So, eine Energie haben wir jetzt schon beim Ablagestapel. Da kam das, was ich gebraucht hätte. Aber das passt schon ganz gut, glaube ich. Na, schade, keine weitere Energie. Aber wirklich nicht eine einzige. Ich werde das Deck noch versuchen, ein bisschen kleiner zu machen. Ich hau hier Dinglu weg. Ich hau noch eine Energie weg, die können wir eh gleich wieder beschleunigen. Dann hole ich mir Piondragi, das brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht. Wir können vielleicht nächste Runde mit der Forschung des Professors arbeiten. Gut, wir haben da jetzt auch schon mal genügend Energien drauf, um angreifen zu können. Und durch die Schwäche sollten wir fast alles one-shotten können, halt abgesehen vom fliegenden Pikachu V-Max. Oder generell das fliegende Pikachu V auch nicht. Aber wird schon werden. Levelball, da kommt noch ein Reutilam.
Hätte er sich aber auch mit Miraidon rausführen können. Jetzt kommt vielleicht eher das Vati. Ja, genau. Dann kann er jetzt mich mit Miraidon noch ein Voltilam holen und noch ein anderes Pokémon. Zum Beispiel ein Raikou. Oder er spielt das strahlende Gojutsu. Dann hätte ich vielleicht doch Dingliu in die aktiven Positionen lassen sollen. Aber ich wusste nicht, dass ich noch ihr das, wie heißt du eigentlich? Großes Amulett oder so? Amulett der Tapferkeit bekomme für 50 KP-Punkte mehr. Enigmara. Ja, nehme ich. Aber das Deck noch ein bisschen kleiner. Und ich werfe dann keinen Befehl vom Boss weg. Hey, Sturmgebirge. Das heißt, er könnte sich noch ein weiteres Elektro- oder Drachen-Pokémon holen. Aber das kann er mit Miraidon und so oder so. Und ich sehe da 4 Pokémon, die uns 6 Preiskarten geben wollen, abgesehen vom V-Max. Das heißt, wir sollten hier gut durchkommen, denke ich. Und so wie es für mich ausschaut, er macht das Deck jetzt möglichst klein, um dann vielleicht nochmal die Fähigkeit von Kojutsu einzusetzen, um einen Befehl vom Boss zu ziehen. Nee, geht gar nicht mehr. Er hat Enigmara schon gespielt. Das heißt, er kann uns höchstens das Resladero rausnehmen und dann hat sich die Sache. Ein Luxtra? Was? Okay, für die Paralyse. Und eventuell auch das mit der Trainerkarte. Das kann ich gut nachvollziehen, das wird schon passen. Besiegt man Resladero nicht, das macht es natürlich schwieriger. Energie schon mal im Luxtra. Der Weitsiegerstein müsste ja auch nicht durch die Fähigkeit blockiert werden. Paralyse. Ah, dann hilft jetzt vielleicht an der Stelle auch das Fluchtseil weiter. Ein wenig anders, als ich das gerne hätte, aber okay. Dann muss ich wohl durch. Und jetzt das Vati dann besiegt. Wir können noch ein paar Schadensmarken hin und her schieben. Und hier eine Energie drauf. Ich würde fast die Enigmara spielen. Ich glaube, ich möchte dem Gegner eigentlich nicht helfen. Ich werde auch ihm das Vati lassen. Ich spiele jetzt den Befehl vom Boss. Hau ihm hier das Luxtra weg. Alleine schon, um auch die Dings wegzukriegen, den Weitsiegerstein. So, und wir kriegen 2 Preiskarten dadurch. Das hat auch was. Ich versuche schon mal Schadensmarken auf das fliegende Pikachu aufzukriegen. Vielleicht können wir das ja damit mal irgendwann besiegen. Das wäre doch was. Oh, was ich vergessen habe, wir brauchen hier nur 10 Schadensmarken drauf. Ich hätte hier noch 10 Schadensmarken mit Simsalabim direkt schieben können. Aber der Gegner gibt auf. Ihr seht, durch die Fähigkeit und Blockieren-Fähigkeit, das macht's schon interessant. War so gar nicht geplant, aber das nehme ich natürlich gerne mit. So, ein paar Münzen bekommen wir noch. Wir stürzen uns gleich in die nächste Runde. Vielleicht kommt ja noch was Interessantes bei rum. Ich bin froh, dass wir eine Schwäche treffen konnten. Weil ich hatte das mir letztens mit Volvox nicht. Aber gut. Wird schon werden. Ansonsten, was kann das Deck noch so? Wir haben noch einen Krippok mit drinne, allen drum und dran. Wir haben auch einen Piontrage gegen Mew V-Max, gerade weil wir auch eine Psychoschwäche haben mit Oraidon. Das passt schon. Es macht Spaß zu spielen, das Deck, wenn man aus dem Knick kommt. Wenn nicht, kann es auch ein bisschen schwierig werden. Ein einzelnes Koraidon. Ohne Energien. Oder genau genommen haben wir 2 Koraidon, aber wir haben halt keine Energien dazu. Vermutlich ein Baojian-Deck mit Nirgendwo-Saugern. Und Nirgendwo-City. Auch interessant. Vielleicht kriegen wir noch was. Ja, aber wieder keine einzige Energie. Was ist denn das? Schwierig. Was mache ich denn da jetzt? Avaloro vielleicht einsetzen. Das ist super schade um die ganzen Ressourcen, die wir damit abwerfen.
Aber ich denke, das ist das Beste, was ich machen kann. Ich glaube, da würde ich Koraido in der ersten Runde nicht direkt rausnehmen können. Ich kann die Supporter aber so oder so nicht einsetzen. Da kann ich noch ein bisschen länger überlegen, ob ich das Koraido nicht behalten möchte. Ich werf die hier mal weg. Und hole mir vielleicht das Kryburg. Dann würde Luminion auch keine Fähigkeit haben. Hole mir das Kryburg, ja. Und dann werfe ich, glaube ich, doch lieber das Koraidon weg. Wir spielen vorher noch die Spitzhacke. Gegen ein Amulett, okay. Bin im Überlegen, das Kryburg vorzuwerfen. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wird schon schief gehen. Und da fliegen jetzt ganz viele Karten weg in der Hoffnung, dass wir noch Energien kriegen und einen Hyperball. Nur eine Energie zum Anlegen. Ich hatte gedacht, wir können irgendwie mal ein bisschen was beschleunigen. Schade. Ja. Okay. Zumindest haben wir da was erreicht. Eine Energie lege ich auf alle Fälle an. Und dann warten wir ab bis zur nächsten Runde. Und hoffen, dass wir vielleicht nächste Runde noch ein Luminion spielen können, damit wir da was reißen. Ich habe überlegt, Großmarmor zu spielen, aber wollte ja ein Stadion auf der Hand haben, gehe ich fest von aus. Und wir haben nicht genügend Energien. Auch die mutigen Spitzhacken haben wieder keine Energien beschleunigt. Wenn es doof läuft, können wir nächste Runde noch nicht mal angreifen. Das wäre bitter. Das wäre sehr bitter. Ella kommt schon mal. Ich nehme an, dann wird er sich einen Sonderbonbon raussuchen. Nehmen wir VIP-Kampfpass. Das macht natürlich noch viel mehr Sinn, klar. Strahlende Gotutsu hat er schon. Hätte ich jetzt doch den Großmo gebrauchen können. Na gut. Wobei auch das Ding nur nicht in aktiven Position liegt, das da muss ich dann jetzt mal umgehen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Vielleicht muss ich das noch anders spielen. Stami. Ach. Interessant. So, die kann er dann gleich wegwerfen. Zieht nochmal zwei Karten. Sieht aber auch nicht schlecht. Tja, was machen wir jetzt? Kriegen noch eine Energie. Ich muss Luminion eigentlich spielen. Ich kann jetzt leider nicht mit Wrestler Dero arbeiten. Das heißt, er kann nächste Runde auch Fähigkeiten einsetzen und ich stehe doof da. Ich hätte vielleicht das zweite Ding Luni nicht spielen sollen. Wäre wohl unter doof gelaufen. Kryburg wirkt auch bei meinen eigenen. Ah nein, das war mir nicht klar. Den Fall hatte ich noch nie. Ach, wie doof. Jetzt habe ich selbst so richtig Mist gebaut. Ah nein. Ah, wie furchtbar. Wir gehen gleich zum nächsten Match. Da reden wir nicht weiter drüber. Okay, ich habe wieder dazugelernt, Kryburg kann mir auch selber schaden. Dann würde ich vielleicht sogar Kryburg rausnehmen. Ich hatte das noch nie. Dann mit Piondragi muss ich aufpassen. Soweit ist mir das auch klar, aber... Wie doof. Auch Kryburg hätte mir gegen das gegnerische Deck eigentlich wenig gebracht. Ich hatte nur das Luminion jetzt im Blick. Wie doof, da habe ich einfach Mist gebaut. Also das hätte man viel besser spielen können. Oh Mann. Das ist nie passiert. Einigen wir uns da drauf. Wir spielen jetzt noch eine Runde und die wird viel besser laufen. Da sehe ich Miraidon-Höhlen. Haben wir vielleicht wieder ein Elektro-Deck als Gegner? Das wäre doch was, finde ich. Wenn wir nicht anfangen, können wir mit der Forschung des Professors vielleicht auch Energien wegwerfen. Oder die eine Energie zumindest.
Worauf warten wir? Ein anderes Ding, Lu. Das ist sehr unglücklich gelaufen, finde ich. Tja, dann. Vielleicht sollten wir mit Cravoloro arbeiten. Dann spiele ich auch schon mal das strahlende Simsala. Das Sadiro lohnt sich nicht. Ich möchte meine Bankplätze nicht aufgeben. Ich könnte das strahlende Simsala zum Beispiel in die aktive Position legen. Aber ich glaube nicht, dass der Gegner direkt angreifen kann. Ich glaube, dann würde ich an der Stelle lieber einfach mal Karten schon mal weghauen. So schade es auch manche Ressource ist, aber das nutzt uns hoffentlich. Ich hätte gerne ein Ding, Lu. Wuppuck brauche ich gegen den Gegner nicht. Kann ich mir noch ein weiteres Kripo oder ein weiteres Ding rausholen? Nutze ich dann den Nestball für. Krieg so oder so nicht das mit dem Bild. Sondern nur das normale. Ja, und ganz ehrlich, meine Hand ist jetzt auch nicht so berauschend, finde ich. Aber gut, was würdest du machen? Dann werden wir jetzt Energien an das Koraidon, beziehungsweise eine Energie an das Koraidon beschleunigen, leider nur eine. Zur nächsten Runde vielleicht schon angreifen können. Das sind immerhin 220 Schaden auf Dinglu. Vielleicht reicht das ja damit. Also, es reicht nicht, um es zu one-shotten, das meine ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir damit schon mal Schaden drauf. Kriegen dann vielleicht noch einen Tausch oder eine Forschung des Professors sogar. Das wäre doch was. Oder wird jetzt das strahlende Simsala mit einer Schadensmarke belegt, dass das nichts mehr machen kann? Und Dinglu ist schon mal anzusprechen, okay. Aber der Gegner bekommt eine Forschung des Professors. Vielleicht hätte ich eben nicht Cravoloro zur Fähigkeit einsetzen sollen. Wir haben die Forschung des Professors weggeworfen, aber das weißt du halt vorher nicht. Manchmal stehst du dann einfach dumm da und kannst nichts weiter dagegen machen, einfach weil du Pech hattest. Aber dann kann ich zumindest, wenn auch nicht mein eigenes Ding, nur das gegnerische Ding nur featuren. Vielleicht reicht das ja auch. Wir kriegen die Enigmara, das ist hilfreich. Piondragi brauchen wir nicht, Koraidon brauchen wir nicht. Kann sie aber auch nicht loswerden. Wir hätten einen Resladero. Bringt uns so nur eigentlich gar nichts. Greif an der Stelle einfach an, wird schon werden. So, 220 Schadensmarken auf Dinglu. Das ist ein Anfang, würde ich sagen. Wir haben eine Fluchtzahl und potenziell das Koraidon aus der aktiven Position rausbekommen, wollte ich gerade sagen. Der Gegner hat auch ein Fluchtzahl gezogen. Vielleicht nutzt uns das. Und ein Befehl vom Boss. Magst du damit was machen? Herr Gegner. Oder Frau Gegner. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Er wird mir vermutlich, wenn ich ein Fluchtseil spielen würde, das Resladero vorsetzen. Ich würde lieber Schadensmarken auf das andere Dinglu drauf bekommen. Oh, er setzt es selber ein, aber da liegen nur zwei Energien an. Ja, okay. Ich mit Leben. Ich werde nächste Runde mein eigenes Fluchtseil einsetzen. Wird schon passen. Jetzt bräuchte ich einen Tausch. Jetzt bin ich fast etwas schade, dass ich nicht in einem Pokémon, zum Beispiel das Cravoloro, vorgesetzt habe, mit nur einen Rückzugskosten. Aber gut, so ist das dann wohl. Hyperball, dann kommt jetzt vermutlich ein Koraidon. Er hat keine Energien im Ablagestapel. Das bringt ihm nichts. Er könnte Luminien selber spielen. Falls er es denn überhaupt im Deck hat. Normalerweise spielt man kein Luminien. Dinglu-Deck. Oder ich habe kaum Decks gesehen, was überhaupt Luminien gespielt hat. Ja,
holt sich das Koraidon tatsächlich. Interessant. Gut. Dann setze mir das Restladero vor. Das macht nichts. Ich hau hier mal das zweite Ding nur weg. Den VIP-Kampfpass hau ich weg. Hole mir mein eigenes Numinion für die nächste Runde dann. Hau hier schon meine Energie drauf, dass wir da ein Stück vorwärts kommen. Wenn, ganz ehrlich, wenn ich ein Anziehungsnetz hätte, zweimal Restladero, das wäre super schön, aber so läuft das leider nicht. So, und dann nächste Runde vielleicht. Eine Forschung des Professors mit Luminien holen. Vielleicht kriegen wir noch einen V. Ich bei der zweite. Tauschende Energie würde auch gehen. Tauschende Energie. Und der Gegner hat aufgegeben. Ja, dann haben wir doch nochmal gewonnen. Gegen das andere Ding über Deck. Aber ich glaube auch fast, das war's dann. Das passiert sehr häufig mit diesem Deck, dass die Gegner, wenn sie sehen, dass sie nicht weiterkommen, weil man einfach die Fähigkeiten blockiert. Oder wenn ich Mist baue. Also das ist natürlich nie passiert, aber theoretisch könnte ich Mist bauen. Und dann müsste ich auch ein Match relativ schnell aufgeben. Aber ansonsten, es passt ganz gut. Kann Spaß machen, dieses Deck. Aber meistens ist das schon eher das arschige Deck. Aber ich hatte zumindest Spaß bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bis dann.